Jonathan. Ein kleines Singspiel von und mit der Klasse 5a des Gymnasiums Dinkelsbühl. Nachempfunden nach dem Roman Jonathan Livingston Seagull von Richard Bach. Vor langer Zeit lebte eine Möwe namens Jonathan Livingston. Er lebte zusammen mit anderen Möwen, deren Lebensinhalt nur darin bestand, Tag ein und Tag aus nach Nahrung zu suchen. Nicht so für Jonathan. Das Fressen war nicht die Hauptsache für ihn. Nein, er wollte nur fliegen, aber nicht nur einfach so fliegen, sondern so gut wie möglich, so hoch wie möglich und so schnell wie möglich. Und deshalb übte er weit draußen auf dem Meer die wahre Kunst des Fliegens. Tag und Nacht. Sein Schwarm jedoch hatte dafür keinerlei Verständnis. Nicht einmal seine Eltern. So meinte sein Vater: Zweck des Fliegens ist es, dass man etwas zu essen hat. Vergiss das nicht. Und seine Mutter sagte: Wozu das alles, John? Ist es denn wirklich so schwer, wie alle anderen zu sein? Jonathan versuchte dann auch auf sie zu hören und sich in den Schwarm einzuordnen, wie die anderen zu sein. Doch er langweilte sich und dachte: Ach, wie gerne würde ich jetzt viel lieber mich im Fliegen üben. Und er gab seiner Sehnsucht nach. Flugversuchen, spürte er, was Freiheit sein könnte. Tagtäglich setzte er sich ein Ziel und verfolgte dieses Ziel. Schneller, höher, weiter oder sogar auf dem Rücken im Sturzflug zu fliegen, die Kontrolle über die Schnelligkeit zu finden und hatte Erfolg. Jonathan folgt.
seinem Ziel. Nur wer stets übt, erreicht sehr viel. Das Streben nach Neuem und Unbekanntem zu leben und zu fliegen. Das Streben nach Neuem und Unbekanntem zu leben und zu fliegen. Und diese gewonnenen Erfahrungen wollte die Möwe Jonathan an seinen Schwarm weitergeben. Den Schießer von unseren Kindern verhindern die Freiheit des Lebens in jedem Verrückten. Wir schränken es nun auf den Arm der Job. Begrenzt ist deren Selbstvertrauen. Wir schränken es nun auf den Arm der Job. Begrenzt ist deren Selbstvertrauen. Eines Abends wird die Möwe Jonathan zum ältesten Rat des Schwarms gerufen. Endlich! So denkt Jonathan. Anerkennen die anderen mein Fliegen. Doch sie hielten über ihn Gericht und das Urteil lautet: Du bist es verschossen! Du bist es verschossen! Du bist es verschossen! Und sie jagten ihn kreischend fort. Jonathan war nun reich an Erfahrung und an diesem Punkt entschloss er sich, auf die Erde zurückzukehren, um jungen Möwen das Fliegen beizubringen. Mein Clan muss leben.
Auf der Erde unterrichtete Jonathan die junge Möwe Fletcher Lind, ein wilder Außenseiter, wie einst Jonathan es einmal war. Bald kamen noch mehr Möwen, die alle von ihrem Schwarm ausgestoßen waren, hinzu. Und sie lernten von Jonathan. Dann beschloss Jonathan, mit seinen Schülern zum alten Schwarm zurückzukehren. Unterricht von Jonathan und sie versuchten zu lernen und zu verstehen. Den Schwarm von seiner engstirnigen Denkweise zu befreien. Zeitweise meinte er sogar, Jonathan ist göttlich, Jonathan ist göttlich. Jedoch als Jonathans Schüler Fletcher Lind gegen eine Klippe prallte und tödlich verunglückte, weil er einem unbeholfenen Jungvogel in letzter Sekunde ausgewichen war, aber wie von Zauberhand wieder zum Leben erwachte, schrie der Schwarm, Jonathan ist ein Teufel! Und sie gingen auf Jonathan und Fletcher Lind los. Doch beide waren plötzlich verschwunden. Jedenfalls ist eines klar. Trau deinen Augen nicht, was immer sie dir auch zeigen. Es ist nur Begrenztheit. Trau deinem Verstand. Hebe ins Bewusstsein, was in dir ist, und du wirst wissen und fliegen. Und mit diesen Worten verabschiedete sich Jonathan von Fletcher Lind und löste sich in Luft auf. Fletcher Lind hatte verstanden und sang.